also wenn wir darüber reden, dann ist es im Sinne von meine Freundin hat jetzt Periode, scheiße, ich kann keinen Sex haben. Ja, wahrscheinlich irgendwann mal meine Mutter gefragt, was das für Tampons oder so irgendwie sind, die bei uns rumstehen. Wahrscheinlich ist es ungefähr das, aber wann das war, könnte ich nicht sagen. Ja, im Fernsehen. Oder auch ja, vom Fernsehen vielleicht, weißt du mal, so in einer Sendung. Im Gymi halt eben durch die Schule oder dann auch halt durch das ganze Interesse an Frauen, das man dann halt in dieser Zeit entwickelt. Also ich bin gut darauf zu sprechen, glaube ich. Ich habe auch schon darüber geredet und finde es irgendwie so ein Tabuthema oder so. Aber es ist halt, wenn du unter Männern bist, redest du nicht darüber und mit Frauen tust du eigentlich auch eher selten darüber reden. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass mir das ein unangenehmes Thema ist. Für mich ist das jetzt kein Tabu, so, weil irgendwann muss ich das ja dann auch mal unterrichten und dann wäre es ja voll schlecht. Also geht es wieder so auf, wenn das für mich ein Tabu wäre, oder? Also ich diskutiere sicher auch über das oder auch von mir aus. Also es ist nicht so, dass ich dem irgendwie aus dem Weg gehe. Ja, gute Frage. Ja, also ich glaube, der Hauptpunkt ist einfach, weil es uns per se nicht betrifft. Also vielleicht, weil es halt nichts Schönes ist. Wenn du nicht zu einer Gruppe dazugehörst, die von dem betroffen ist, setzt du dich automatisch nicht so sehr damit auseinander. Hauptsächlich Biologie. Ich denke, der ganze biologische Aspekt sicher von der Schule. Ja, du hast dich halt ein bisschen mit der Freundin aus, oder über das? Und halt Gespräche mit Frauen auch. Plus eben dann, finde ich, wenn man ein bisschen offen ist und mit Leuten auch über das redet, dann bekommt man auch nochmal mehr halt auch so ein bisschen die persönlichen Sachen mit. Ich meine, es ist alles so das Biologische, wo man kann sagen, dann wird das Hormon ausgeschüttet und dann passiert das. Aber wie man sich fühlt und wie man damit umgeht und wie einem das persönlich betrifft, das ist etwas, was man halt einfach dann beim Besprechen viel, viel besser rausgehört. Ja, mehr zu wissen schadet nie. Ich finde definitiv, dass es ein Thema ist, wo Männer auch müssen, Sachen darüber wissen, weil es betrifft uns in dem Sinn genauso. Aber so ja, eine richtig grosse Verantwortung würde ich jetzt von einem. Also, ja, schlussendlich haben wir das ja nicht. Auch nur schon für den fairen Umgang mit dem. Also, dass die Frauen das auch ansprechen und dass man, ja, ich finde, es gehört schon dazu, dass man sicher etwas darüber weiss. Ja.